Herzlich willkommen, Leute, zu einem kleinen Fortnite und gleichzeitig Infovideo. Erstmal vorweg, Happy Halloween! Ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag heute an die Leute, die zu Hause sind, ein paar Serien schauen und ein bisschen zocken können. Aber natürlich auch an die Leute, die heute ein bisschen unterwegs sind. Ja, passt auf euch auf, aber habt natürlich auch viel, viel Spaß im Optimalfall mit Freunden und Familie oder ja, in irgendwelchen Streams mit Videos oder Filmen. Kam ja auch gerade Stranger Things 2, haben bestimmt auch sich welche für Halloween aufgehoben. Und ja, ich eile mich jetzt mal ganz kurz hier. Mach kurz mal hier kurz einen Prozess. Okay. Hat mich leider gut erwischt. Aber gleich geht's dann weiter, ja. Ich muss hier ganz kurz wenigstens clearen. Und dann gibt's ein paar Infos, beziehungsweise das, worüber ich reden möchte. Denn wir werden heute auch Livestreamen. Und ich habe sonst auch noch ein, zwei Sachen, die ich euch gerne erzählen würde. Dazu kommen wir halt jetzt sofort. Ich muss nur kurz schauen, wer hier noch in Greasy Grove gespawnt ist. Sieht aber soweit ganz gut aus. Ich dachte gerade kurz, hätte ich jetzt irgendwo einen Schildtrank gesehen, bevor ich weitergerannt wäre. Habe mich wohl geirrt. So, auf jeden Fall. Heute wird es einen Livestream geben. Ich denke mal so gegen 15, 16 Uhr ist ganz gut. Wir werden sehr wahrscheinlich Fortnite in der Gruppe spielen, also ein Squad-Game und ein bisschen mit euch quatschen können. Vielleicht spielen wir auch wieder Destiny. Mittlerweile sind ja über 80 Leute in unserer Gilde und wir farmen ein bisschen, gehen ein bisschen auf den Chat ein, beantworten wieder Fragen. Halt so, wie wir es die letzte Zeit gemacht haben. Wir haben, glaube ich, in letzter Zeit auch, die letzten zwei Tage haben wir Destiny gestreamt und konnten so viel mit euch quatschen. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vor allem heute ist ja Weekly Reset, das heißt, es haben ja auch alle wieder ein bisschen was zu tun in Destiny und denke, das könnte ganz cool werden. Aber vor allem Fortnite. Ich sag mal so 15, 16 Uhr, Leute, twitch.tv/dalukart, schaut gerne rein. Eigentlich hatte ich heute ein, ja, etwas ernsteres Video geplant, also wieder so ein Talk, ja, wie wir es letzte Mal schon hatten. Ich habe ja ab und zu mache ich ja das Talk-Video sonntags und da hatte ich eigentlich wieder eins vorbereitet. Okay, hier ist gerade keiner. Und ja, das wäre für den Anlass wäre das halt ein bisschen blöd. Heute soll es ein bisschen, um Halloween gehen. Ich sitze ja gerade auch, also wer mir auf Instagram oder Twitter folgt, der hat ja heute mein Bild gesehen in meinem tollen Bowser-Kostüm, was ich anhabe. Ich wollte heute dieses Video hier mit Facecam machen und auch den Stream mit Facecam machen. Aber wer die letzten Videos allgemein ein bisschen verfolgt hat, der weiß ja, warum es kein Facecam momentan gibt. Denn sobald ich die Facecam anschließe, geht Maus und Tastatur aus, weil einfach nur eine gewisse Anzahl an USB-Geräten an meinem Rechner gerade funktioniert. Ja, in der Hinsicht ist er kaputt. Es ist auch noch nicht der neue. Der neue ist angeschlossen. Mittlerweile ist auch schon Steam installiert. Aber er ist noch nicht ready to go. Ja. Ist noch nicht ganz fertig. Kommt aber noch und dann gibt es auch wieder Videos, Streams, bestimmt auch mit Facecam. Natürlich sehr verhalten, ja, also nicht jetzt so, dass das jetzt überall bei ist, aber ich denke immer mal wieder so ein kleines Special. Denn heute gibt es auch ein kleines Special. Heute kommt ein Dead by Daylight Special mit Grants und Kapuze und das geht fast eine Stunde lang, Leute. Lasst euch das nicht entgehen an die Dead by Daylight Fans. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und solche Kleinigkeiten finde ich immer ganz nice. Bei TDT kommt auch wieder ein Special. Wir hatten letztens ja die Nacht der lebenden Toten. Und heute kommt ebenfalls wieder eins. Die Leute, die uns langjährig bei TDT jetzt schon verfolgen, die können sich auch denken, welches Special noch fehlt. Schauen wir mal, ob wir uns für nächstes Jahr dann was Neues einfallen lassen, dass wir noch eine dritte Runde mit dazu nehmen. Aber das war erstmal soweit ganz cool. Dann möchte ich euch noch auf zwei Sachen hinweisen. Das ergibt sich einfach jetzt gerade, beziehungsweise macht auch Sinn. Und zwar geht es wieder um Games Planet und Call of Duty World War II. Der Release steht ja jetzt vor der Tür bis zum 3. Also am 3. ist ja Release von COD. Und Games Planet akzeptiert jetzt Amazon Pay. Ich weiß nicht, wie viele das von euch betrifft. Also wer von euch schon mal was mit Amazon Pay gekauft hat. Auf jeden Fall ist Amazon Pay jetzt eine Möglichkeit, bei Games Planet einzukaufen. Also gerade für COD WW2 geht das jetzt. Und wer mit Amazon Pay bezahlen würde, der spart auch nochmal 5 Euro auf die Vorbestellung. Das Ganze geht bis zum 5. Also wer noch nicht vorbestellt hat und vorbestellen möchte, kann sich das gerne mal anschauen. Ihr wisst Bescheid, der Link zu Games Planet ist immer unten in der Videobeschreibung. Und kennt das ganze Prozedere, ja. Das einmal ganz kurz dazu. Ja, dann möchte ich jetzt erstmal hier den einen Gegner finden, der von mir weggerannt ist. Der hat den Airdrop nicht bekommen, weil der im Baum hängt.
Er wird auch noch beschossen. Okay, dann mischen wir jetzt erstmal da ein. Ja, ich hoffe, ihr habt noch Bock auf Fortnite. Wir haben so viel Fortnite wieder aufgenommen. Ich möchte auch mit Kundran das wieder so machen wie bei Culling. Eine Folge bei mir, eine bei Kundran. Dann habt ihr sogar noch doppelten Content jeden Tag. Nicht jeden Tag, aber immer, wenn es halt kommt, doppelten Content. Und ja, ich liebe Fortnite Battle Royale momentan einfach. Jetzt lass mich erstmal kurz... noch einen 8-8. Der hat zwei fette Schildhits abbekommen. Das war doch nicht der, oder? Der gegen den anderen gekämpft hat? Anscheinend schon. Das heißt, er hat ihn nicht getroffen. Ja, und ich hoffe halt, ihr habt noch Bock auf Fortnite. Ich würde mich auch sehr über wieder eure... Ich würde mich auch sehr über eure Unterstützung hier bei dem Video freuen. Freut mich allgemein natürlich immer sehr. Und schaut euch das Bowser-Bild an, ja? Instagram oder gerne auch auf Twitter. Dalukat, ihr kennt meinen Profil-Link, hoffe ich. Und wir räumen jetzt ganz kurz erstmal hier alles weg. Ich hole mir gleich nochmal irgendwas. Aber ich will nicht auf dem offenen Feld stehen. Und ja, wie gesagt, checkt das einfach mal aus. So, das haben wir gut aufgeräumt. Jetzt nochmal schnell looten und leveln. Da ich noch ein Medikit habe, Bandagen kriegt man immer, nehme ich den jetzt hier aus. Und dann geht es auch schon weiter. Ach, ich bin schon in der Zone, in der neuen. Guck ich mal, ob wer nachrückt. Übrigens, unser Destiny 2-Clan heißt Trouble Town, Trouble, Leertaste, Town. Es sind noch ein paar Plätze frei und ich werde jede Woche halt mal gucken, wenn zu viele Anfragen sind, ob jemand nicht mehr spielt oder so, dass ich mir da immer... dass ich mir da immer rausnehme, auch Leute, die inaktiv sind, halt gegebenenfalls rauszunehmen, auch wenn ich hoffe, das wird nicht passieren. Ja, also das... Klar, irgendwann wird es passieren, ne? Irgendwann spielen Leute was anderes. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich will da auf jeden Fall niemandem was böse. Gegebenenfalls würde ich auch vorher nachfragen, ob, ja, wer noch aktiv ist und wer nicht. Auf jeden Fall, die Gilde ist nämlich dann fast voll. Ich denke, die wird dann heute voll werden. So. Ansonsten habe ich noch als Info für euch, das habt ihr sicher auch von den anderen Leuten schon gehört, da bin ich diesmal relativ langsam gewesen, also von den Runtime-Partner. Runtime hat neues Buff-Food, das habt ihr sicher mitbekommen. Schokolade gibt es jetzt, ist mal was komplett anderes zu Erdbeer und Kokosnuss. Ja, jetzt haben wir Schokolade, das schmeckt ziemlich nice, aber ja, wie es halt schon so ist, ne? Es ist halt Schokolade und halt mal nicht erdbeermäßig oder Kokosnussmäßig, sondern halt mal geht es in eine ganz andere Richtung. Und das habt ihr zwar schon gehört, trotzdem gibt es unten über meinen Link oder mit dem Gutscheincode Dalu Schoko. Ich musste nochmal nachgucken, weil ich gestern im Stream lange überlegt habe. 25% auf eure Bestellung. Ich denke, dieser Gutscheincode Dalu Schoko funktioniert momentan auf alles. Also wenn ihr irgendwas bei Runtime bestellt solltet, Performance Drinks oder vielleicht nicht Schokolade, sondern Kokosnuss, müsste das, glaube ich, auch gehen. Checkt's einfach mal aus. Dalu Schoko für 25% steht so nur dann noch in der Videobeschreibung. Und da gibt's den neuen Geschmack Schokolade. Gibt's bei mir auch nochmal, dann bestimmt noch mal später in einem Video oder einem Bild oder so weiter. Ich finde es auf jeden Fall sehr lecker, aber wie gesagt, es ist ja was ganz anderes. Ja. So, jetzt aber spielen wir noch das Fortnite-Match zu Ende und ich hoffe, dann sehen wir uns heute um 15, 16 Uhr im Stream. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag an die Leute, die unterwegs sind. Ja, ich habe es, glaube ich, am Anfang schon kurz gesagt, passt auf euch auf, seid schön vorsichtig. Menschen sind schlecht. Und wenn ihr mit Freunden unterwegs seid, ist alles gut oder vielleicht sogar mit Familie oder so. Ansonsten, wie gesagt, immer schön vorsichtig sein. Und die Leute, die unterwegs sind, wenn ihr mir das erzählen wollt, also das verkleidet ihr euch. Seid ihr heute verkleidet? Macht ihr was? Geht ihr auf eine Party an die älteren Leute? Gehen vielleicht ein paar von euch um die Häuser mit Freunden? Ja, also ich habe das damals als Kind gemacht, möchte ich nur sagen. Und als was seid ihr verkleidet? Würde mich gerne interessieren. Guckt ihr heute Filme oder Serien? Ja, wenn ja, welche Filme? Guckt ihr so einen Klassiker? Das mache ich auch immer mal gerne. Ich gucke immer gerne Halloween oder Freitag der 13. Zu Halloween. Oder guckt ihr noch Stranger Things? Lasst es mich auf jeden Fall gerne mal wissen. Und an die Leute, die zu Hause sind. Ich hoffe, ihr habt dann gegen 15, 16 Uhr ein bisschen Zeit für uns. Ich denke, Kundran ist dabei. Ich denke, der Alex ist dabei. Wenn wir Destiny spielen, bestimmt auch McFly und Shigo. Und ja, wird bestimmt ganz awesome.
So, haben wir hier mal kurz was gebaut. Müssen wir jetzt mal kurz schauen, wo der Rest so rumlungert. In der Zeit kurz noch den auf die 3 schieben. Auf die 4. Übrigens haben die Zahlen geändert bei Fortnite, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist jetzt. Ich muss gleich nur ein... Oh, kleiner Lag. Bisschen umdisponieren. Kann mir eigentlich egal sein, da unten erstmal. Wenigstens konnte ich ein bisschen Schild abnehmen. Schild abnehmen ist immer gut. War nicht schlecht, Kollege Turnschuh. Der Raketenwerfer war bitter. Kann ich kein Medikit mehr stacken? Ich hatte doch gerade auch 2, oder bin ich bescheuert? Ja, spiele ich jetzt so. Ja, ich nehme lieber die blaue Sniper. Eigentlich. Ah, wisst ihr ja eh. Okay, kurz alles nachladen. Ja, jetzt habe ich die Medikits. Das sah gerade so komisch aus. Jetzt habe ich hier unten natürlich die ganze Action verpasst. Okay, ich habe Zeit noch. Da. LOL. Da guckt er gerade aus dem Fenster, als die Rakete kam. Okay, nee, da hat er einen kleinen Vorteil mir gegenüber, leider. Sieht nicht ganz so gut aus für mich. Ich würde so gerne den Hügel wechseln.
brauche den Loot eigentlich nicht. Das wird jetzt mein Ende sein, leider. Eigentlich ein okayer Spot. Außer läuft unten lang. Drehen macht keinen Step. Das heißt, das war er. Doch, drehen macht Steps. Komm, die Zone muss weitergehen. Bin noch nicht drin, ich weiß. Wollte ihm gerade noch No-Scope in der Luft drücken. Ich denke, das war ein schöner Infopart, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim Stream dabei seid. Habt ein schönes Halloween. Schaut bei Runtime und Gamespoint vorbei, wenn ihr Bock habt. Ihr kennt die Möglichkeiten. Amazon Pay bei Gamespoint. Dalu Schoko, 25% bei Runtime. Ich würde mich sehr über den Support freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.